So, herzlich willkommen zurück bei der Gerun spielt Far Cry 4. Wie versprochen geht's direkt weiter. Wir sind mitten in der Mission für Longinus und sollen hier irgendwo hinfliegen. Also, let's go. Wow. Einfach mal allem dran angeeckt, was so in der Gegend stand. Dabei standen wir ziemlich frei auf dem Feld. Haben wir gut gemacht. Aber gut, los geht's. Ach ja, und wir müssen Pinguin killen. Also, wunderbar. Granatwerfer. Und go. So, wo ist denn unser Ziel? Hallo, Ziel, 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 Ziel. Hallo, Ziel, Ziel, Ziel. Ist irgendwo unser Ziel? Oder ist unser Ziel in diesem. Ach, wisst ihr was? Wir werden es einfach mal annehmen. Oh, so viel dazu, wir sollen jetzt mal undetected bleiben. So. Shit. Vermutlich. Ah, ja. Ich, den Jeep, den wir da abgeschossen haben, der war eigentlich dafür da, dass wir da hinten hinterherfahren. Das haben wir natürlich sehr gut gemacht, aber Gott sei Dank haben wir hier diesen fallen Wasser, so dass wir ihm hinterherfahren können. Komm schon. Flieg, mein kleiner Vogel, flieg. Jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Ah. Aber wir haben ihn wieder eingeholt, das ist doch schon mal etwas. Also einfach weiter hinterher und dann wird das auch. Ja, komm. Und wir sprengen. Und wir sprengen. Und wir sprengen. Ist er tot? Nein. Da leben noch Leute. So, jetzt aber mal. Schön. Das war dies. Hier haben wir noch den Schmuggler. Und versuchen wir. Haben seinen Ski. Hier habe ich noch eine grüne Pflanze gesehen. Die hole ich mir noch eben kurz. Dass wir jetzt keine Anzeige bekommen. Hey! Verlässt das Missionsgebiet. Verdammt! Und wir bekommen das. Es war ja so klar. Egal, holen wir dann hoffentlich dann nach irgendwie die grüne Pflanze. Und ich denke mal dran. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in die Mine rein. Schauen mal, was da für das rumliegt. Also, abgesehen von ganz vielen toten Menschen. Ja, wenn wir irgendwie Verwendung für rote Kisten hätten, wäre das auch noch. Aber gut. Wir können jetzt auch noch eine AK mitnehmen, falls wir eine AK bräuchten. Aber nein, keine Ahnung. So. Yes, you see the enemy and you are dead now. Oh, shit. Das war's schon? Ja, Medikit können wir jetzt hier nicht mehr mitnehmen. Wir sind zu beladen. Aber gut. Oh, jetzt ist. Wir wechseln einfach mal kurz auf die Wechselpfeffer. Weil da draußen sind echt viele Leute. Bitte reinjagen. Jo, das war's so.
gar nicht so viele, wie ich gedacht habe. Alle. Ganz einfach. Okay, wir auch mal ein bisschen näher zum Sammeln. Weil er schon ziemlich weit schießt. So. Schnell Spitze. Wer sieht uns hier noch? Hier sieht uns. Sieht er gar nicht mehr. Jetzt ist er nämlich im Boden. Auch diese stressige Musik mal hinter uns gelassen. Die lebt und was. Hier, komm. Ich hab Schussgewehr. Ach! Natürlich bewegt er sich in dem Moment. War ja so klar. So, zurück zu Kiki. Weil das ist schon ein bisschen einfacher, vor allem wenn wir jetzt hier übers Wasser müssen. Lieber. Ja, und tatsächlich, wir wussten gar nicht mehr in Himalaya. Wir tatsächlich hier in der Kante. Darum habe ich mich ja beim letzten Mal sehr beschwert. Ja. Aber gut. So. Und. Ja, wir. So. Und bitteschön. Abgabe ist geglückt und cool. Hier schreibt Sarbachit thinks I'm stupid, but I know about the little cave behind this. His house where he hides his rupees. Sarbachit thinks just because he's giving his moonshine piss to Corporal Nath and his royal army idiots on the island, he's safe. Sarbachit will rue the day he double crossed me. Sarbachit will go out in his boat tonight. Sarbachit will die in watery grave tonight. Signed by no one. So was. Das heißt, wir können gar nicht rausfinden, wer es diese böse Nachricht geschrieben hat. Aber gut. Potenziell bereut die Person das jetzt auch schon. Wer fährt nah? Irgendwer cooler ist, oder? Jo, scheint gut zu sein, oder? Genau. Kann man noch näher anschauen. Jo. Ist okay. So. Aber wir haben jetzt gerade tatsächlich ein neues Skill freigeschaltet bekommen, zum Beispiel. Ammo Wrangler Skill. Damit können wir jetzt viel schneller nachladen, was ich total super finde. Schneller nachladen heißt mehr feuern. Was heißt mehr Verletzte, mehr Tote. Man muss in dem Kontext vielleicht sagen, dass ich das nur in diesem Spiel gut finde. Oder allgemein in Spielen gut finde. Ich bin kein böser Massenmörder. So. Aber wir gehen jetzt hier. Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Also machen wir doch hier diese Bomb Defusing Quest. Weil Bomb Defusing haben wir auch noch nicht gemacht. Habe ich auch noch nicht gesagt. Ich mache alle Quests irgendwie zum ersten Mal mit euch. Und falls ich dann merke, dass es einfach viel zu viel von mir ist, mache ich es auch mal ohne euch. Aber zum ersten Mal haben wir es gemeinsam. Ich hoffe, euch gefällt das so, dass ich da ein bisschen unerfahren bin mit euch gemeinsam. Ich sehe das ebenfalls, wie ich kann es fischen. So. Wir könnten jetzt hier nochmal für hier grüne Pflanzen. Hier brauchen wir immer mehr Drogen, um das, was der Ajay braucht, zum Überleben. Wortwörtlich. So. Ohne Drogen. Kriegt uns der Junge aus dem Latschen und dann passt das auch. Hat es auch nochmal was Grünes gegeben, aber gut, darauf pfeife ich jetzt. Das war schön in der Luft. So.
Plan. Oh. Dingen. Ja, so viel dazu. Irgendwas, irgendein Karma-Event war da jetzt, aber die Grundpartner haben das schon entwickelt. Die können das schon. So. Und jetzt hier. Bin mal gespannt, was jetzt uns so erwartet. Ob das jetzt wieder irgendwie einfach nur so ein Zeitrennen ist oder so. Ajay, there's no time to lose. Yeah, Royal Army has sent the demolition squad to a nearby location. Finally, you're here. To try and stop Golden Path Progress Warden all. Go there and defuse the bomb. What kind of supplies are we talking about here? Okay. So, wohin muss ich jetzt? Ich muss einfach in dieses Dorf da rein. Ja, das hätte ich vielleicht noch mit anderen. Ja, egal. Ach so, das ist jetzt hier das wieder. Hier den Wellen verteidigen gegen. Ja, nein. Ja, so viel dazu. Ich glaube, jetzt habe ich einfach verkackt, weil ich wurde entdeckt. Ja, shit. Okay, so funktioniert das also. Ich habe jetzt irgendwie eine Minute Zeit, um alle irgendwie hier zu defusen und zu killen. Schön. Gut. First disabled. Das kann ich aber auch voll knicken. Ich glaube. Ja, komm jetzt, Junge, kletter! Es geht hier um das Leben von ganz vielen Leuten. Ja, komm. Ja, das kann ich sehr vergessen. Zum einen wollte er jetzt einfach mal nicht die scheiß Bombe defusen und dann, ja. Okay. Gut. Darf ich jetzt wissen, dass das horrible, also so richtig schief geht? Wenn wir das so probieren, machen wir das doch etwas anders. Okay, es scheint nämlich hier tatsächlich, dass wir auch wieder ein bisschen schleichen müssen. Was irgendwie schade ist, weil ich euch ja tatsächlich das Springen mal versprochen hatte, dass wir Radau machen wollen. Aber dann halt kein Radau. Oder weniger Radau, zumindest. Ja, Sapalot habe ich jetzt schon wieder. Ja, ich sage Sapalot. Okay, die Jeeps sind gepanzert. Krass. Gut, der ist nicht gepanzert, der ist aber gepanzert. Das heißt, ich muss den tatsächlich innen treffen. Wenn nicht, dass das total schief gehen würde, weil ich in den Stein schieße statt. Okay, ein bisschen Zeit hat. Da sag ich noch, ein bisschen Zeit hat man, wenn man entdeckt wird, aber nein. Komm! Ah, ist dieselbe. Einfach an allem vorbeirennen und hoffen, dass man schnell zum Trommel kommt. Das wird jetzt mein Plan sein müssen. Okay. Bombe ist entschärft und nächste Bombe kommt jetzt hier mit. Gut, alles entschärft. Jetzt noch aufräumen und dann. Ja, weitermachen. Okay. Heilen. Gut. So, prinzipiell könnten wir auch jetzt einfach wegrennen und so, aber was würden wir von dem Kampf wegrennen? Ja, heilen, nicht Granate werfen. So, wir haben gar keine Granate geworfen. Ich habe einen Stein geworfen. So. Irgendwo hier, das ist noch irgendein. So, Headshot und gut. Nur aufgeräumt? Gut.
Ich muss zugeben, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir das jetzt hingekommen hätten, aber gut. Ging wohl. Ah, Drecks, Adler. Ja, also ich habe eigentlich nichts gegen Adler, aber diese hier greifen mich immer wieder von vorne, von oben aus der Luft an. Mit ihrem dummen Schrei und dann die. Ja. Das ist auch immer sehr, sehr schmerzhaft für den AJ, deswegen finde ich das total unsuchbar, was die Adler hier so machen. Aber ja, jetzt haben wir also hier mal Bombe entschärft und dann muss ich auch sagen, das war's für uns heute. Anschließend werden wir mal hier uns mal hier dem Schloss hier, der Fortress da drüben widmen, deswegen werden wir hier hinreisen. Damit wir zu Beginn der nächsten Mission, zu Beginn der nächsten Folge direkt da sind, wo wir hinwollen. Also, bis gleich, wenn es wieder heißt, der Gehund spielt Far Cry 4. Ich freue mich auf euch. Tschüss!